Mein Name ist Tomopoulos, Kostas Tomopoulos, und ich bin heute hier im offenen Kanal Neuwied an der Heddersdorfer Straße, wo ich zusammen mit Herrn Bancion über seine Kandidatur zum Landrat für den Juni 2024 sprechen wird. Herr Bancion, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, ins Studio zu kommen. Danke für die Einladung. Und danke auch an die Kollegen des offenen Kanals, die sich hier sehr viel Mühe gegeben haben, um das zu ermöglichen. Ich habe auf Ihre Internetseite gelesen, jetzt schon Wahlkampf, muss das sein? Ich habe gesehen, Sie waren sogar wegen Karneval immer unterwegs. Sie legen aber früh los. Karneval hat ja erstmal nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern es braucht Brauchtumspflege. Und ich bin ein Karnevalist durch und durch und deshalb schon immer ganz viel unterwegs gewesen in den Sälen dieser Region. Und dieser Spruch, den Sie bei mir gelesen haben, Wahlkampf, jetzt schon muss das sein, das sollte natürlich ein bisschen provozieren, sollte aber auch verdeutlichen, warum es mir eben wichtig ist, sehr frühzeitig viel im Landkreis unterwegs zu sein, nämlich das Wichtigste ist, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, und das funktioniert eben nur, wenn man auf der Straße ist und bei den Menschen vor Ort, und deshalb starte ich sehr früh, neben dem, was ich sowieso schon als erster Kreisbeigeordneter natürlich im Landkreis unterwegs bin. Das heißt, Sie gehen dahin und machen aus dem Wahlkampf von 3 Wochen einen Wahlkampf von 6 Monaten. Ja, der Wahlkampf beginnt ja im Prinzip immer dann, wenn eine Partei oder Wählervereinigung jemanden offiziell aufgestellt hat. Und ich wurde im Oktober von der CDU in meinen Koblenz aufgestellt. Im November hat dann Bündnis 90 Die Grünen mich ebenfalls als ihren Kandidaten aufgestellt. Und im Januar kam noch die Unterstützung der FDP dazu. Deshalb waren das im Prinzip verschiedene Stufen. Und man befindet sich ja gefühlt immer ab dann im Wahlkampf, in dem dieser Startschuss gegeben wird. Okay. Wir nehmen diese Sendung Ende Februar auf. Das Interview mit Ihrem Konkurrenten? Mitbewerber. Mitbewerber findet Anfang März statt, sodass wir zeitnah beide Interviews senden können und die Wähler dann entscheiden, welcher der richtige ist. Was ist Ihre Meinung zu Geschlechtervielfalt? Männlich, weiblich, divers. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass jeder Mensch für sich selber entscheiden kann, wie er leben will, wie er sich fühlt. Aber was ich kritisch sehe, wenn Politik versucht, da eben einzugreifen, und deshalb sehe ich es auch recht kritisch, zu sagen, dass man quasi sein Geschlecht jedes Jahr wechseln kann oder dass Minderjährige quasi selber entscheiden können, was für ein Geschlecht sie eigentlich gerade haben. Ich glaube, das ist auch im Sinne des Jugendschutzes ein fatales Zeichen. Sie werden unterstützt von der Grünen und von der FDP. Was haben Sie denn angeboten? Ich glaube, das ist eher das Ergebnis der guten Zusammenarbeit der letzten Monate und Jahre auf Landkreisebene. Also zum einen ist es ja so, dass im Kreistag in Main-Koblenz eine Koalition besteht zwischen CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Und wie ich das seit 2 Jahren beobachte, die Zusammenarbeit da auf politischer Ebene sehr gut funktioniert, sehr vertrauensvoll und verlässlich. Und als sich dann die Frage gestellt hat, wer welche Kandidaten ins Rennen schickt, dann war ich doch auch ein wenig geehrt, dass Bündnis 90 Die Grünen aufgrund dessen, wie sie mich als ersten Kreisbeigeordneten erlebt haben in der Zusammenarbeit und wie ich für den Landkreis arbeite, eben die Idee hatten, ob man nicht als gemeinsame Kandidatur nach draußen gehen kann. Und wie man sieht, die Mitglieder von Bündnis 90 Die Grünen in Main-Koblenz haben das dann genauso gesehen, und dass dann auch noch die Unterstützung der FDP dazu gekommen ist, das macht einen ja schon stolz, dass man ein solch breites Bündnis hat. Und es liegt am Ende daran, dass ich immer den Ansatz verfolge, das Gemeinsame und das Verbindende in den Mittelpunkt zu stehen, gerade in der Kommunalpolitik. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, eine besonders breite gesellschaftliche Schicht auch zu erreichen, um dann auch diese Gemeinsamkeiten nach vorne zu bringen. Ja, weh tut es im Moment, glaube ich, an vielen Ebenen schon genug. Deshalb ist vielleicht auch so ein bisschen im Moment zeitgeistmäßig gefordert, das Positive nach draußen zu stellen, das, was auch gut funktioniert, ohne dabei die Probleme zu verschweigen. Sie sind der erste Parkgeordnete, das heißt, Ihr Büro ist direkt neben dem Landrat. Das heißt, Sie ziehen quasi in die Tür weiter. Wenn es am 9.6. der Bürgerwille ist, dann ziehe ich um, ja. Okay.
Was macht eigentlich ein Landrat? Sie leiten den Kreistag, sie repräsentieren den Landkreis nach außen und sind für alle Sachen zuständig, die nicht in den Dörfern oder Städten irgendwie abgedeckt werden. Ja. Sind sie auch für die ellenlange Baustellen an der B9 zuständig? Die B9 sagt es ja Gott sei Dank schon, ist eine Bundesstraße. Okay. Von daher kann ich mir da jetzt Gott sei Dank gehabt, ja. Nein, dafür sind wir aktiv nicht zuständig, aber Sie haben natürlich schon die zwei wichtigen Bereiche genannt. Zum einen ist es die Repräsentanz nach draußen im Landkreis, aber natürlich ist man auch Behördenleiter von einer sehr großen Behörde. Wir haben insgesamt mit unseren Außenstellen 850 Mitarbeitende, die man dann in der Gesamtverantwortung hat. Natürlich funktioniert das nur, weil man eben auch ein gutes Team in der Verwaltung hat. Und wir haben wirklich hochkompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen im Haus, die da einen unterstützen bei der Leitung. Aber am Ende ist es natürlich einfach, wie unser föderalistisches System aufgebaut ist. Als Landkreis ist man ja, um mal pragmatische Beispiele zu nennen, zum Beispiel für die Kfz-Zulassung zuständig, ja, oder fürs Gesundheitsamt oder für die Kita-Bedarfsplanung. All das wird bei uns gebündelt und am Ende sehen wir uns auch als Partner unserer Kommunen, ja, im Zusammenspiel mit den Verbandsgemeinden und Städten. Viele Aufgaben übernehmen wir eben als übergeordnete Behörde stellvertretend für alle und bei anderen Dingen arbeitet man partnerschaftlich zusammen.